Das Wichtigste für Kinder ist zu lernen. Aber was tun, wenn das im Vergleich mit Gleichaltrigen nicht richtig gelingt? Wie kann man Lernstörungen diagnostizieren und den Kindern helfen? Und damit hallo und herzlich willkommen zu Medizin nachgefragt, der Sendung von Asklepios. Über Lernstörungen werden mir heute zwei Chefärztinnen der Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Asklepios Kinderklinik St. Augustin etwas erzählen. Frau Dr. Jacobs und Frau Julia Gille. Frau Dr. Jacobs, Sie leiten die Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Sehen Sie auch Kinder, die in der Schule nicht zurechtkommen, also im weitesten Sinne unter Lernstörungen leiden? Wir sehen sehr häufig Kinder, die in der Schule nicht gut zurechtkommen, aus verschiedensten Gründen. Einerseits Lernstörungen im engeren Sinne, also Lese-Rechtschreibschwäche oder Rechenstörung oder auch Schwierigkeiten mit der Aufmerksamkeit. Es gibt aber auch Kinder, die mit dem Schulstoff nicht zurechtkommen, also deren Intelligenz sich im unteren Durchschnittsbereich oder darunter befindet und die deswegen im Schulstoff nicht folgen können. Wie häufig ist das und in welchem Alter werden Ihnen die Kinder vorgestellt? Also man sagt generell, Lernstörungen sind ein relativ häufiges Problem in Deutschland. Sind es etwa 10-15% der Kinder. Wenn man jetzt noch die niedrige Intelligenz dazu rechnet, werden es sicherlich noch mehr sein, etwa an die 20%. Die Alter ist zwischen 6 und tatsächlich 16, 17, weil dann später auch noch andere Probleme wie zum Beispiel soziale Ängste dazukommen. Also es gibt einen ganzen großen Bereich, warum Kinder es schwerfällt, in die Schule zu gehen. Wenn Eltern den Verdacht auf eine Lernstörung haben, an wen sollten sie sich zuerst wenden? Also generell ist es sicherlich sinnvoll, als allererstes die Lehrerin oder den Lehrer zu kontaktieren und gemeinsam zu überlegen, ob weitere Maßnahmen notwendig sind, um eine Diagnostik einzuleiten oder vielleicht auch einfach Maßnahmen der Schule erstmal zu ergreifen. Wie lange sind so Ihrer Erfahrung nach die Wartezeiten auf Termine, zum Beispiel in einer geeigneten Praxis oder in einem sozialpsychiatrischen Zentrum? Das ist ja dann schon der nächste Schritt, wenn man sozusagen sich für eine weiterführende Diagnostik entscheidet. Das dauert meistens schon, sagen wir mal, 6 Wochen bis 3 Monate, bis man da einen Ersttermin bekommt. Und wenn man den dann hat, wie ist dann der Ablauf der Diagnostik? Was erwartet das betroffene Kind und die Familie? Meistens geht es los mit einer ausführlichen Anamnese. Also es wird alles abgefragt, wie war die Entwicklung, wie ist der jetzige Zustand des Kindes, wie ist überhaupt die Problemlage. Dann gibt es spezifische Fragebögen für verschiedenste Problemfelder und dann auch eine genaue diagnosespezifische Diagnostik sozusagen. Was sind denn da so Untersuchungen, die besonders aufschlussreich sind? Gibt es da so Spezialtests? Ja, es gibt verschiedene Testverfahren. Je nachdem, welche Lernstörung man vermutet, kann man ganz spezifische Tests durchführen. Und was sind so häufige Diagnosen, die in dem Zusammenhang gestellt werden? Also Lese-Rechtschreibschwäche, Rechenschwäche, eben aber auch Aufmerksamkeitsstörung oder eine unterdurchschnittliche Intelligenz. Im weiteren Sinne, wenn es dann eher im sozialen Bereich liegt, sind es dann auch durchaus soziale Phobien, was wir häufig sehen. Es gibt aber auch Patienten aus dem Autismus-Spektrumsbereich, also da gibt es wirklich eine ganz große Varianz von Diagnosen. Wie lange dauert das denn, bis so eine Diagnose steht, bis man das rausgefunden hat? Meistens dauert es etwa 3 Monate, weil es auch relativ umfassend ist, weil man auch Fragebögen an Schule, Familie und die Patienten ausgibt. Das muss alles ausgewertet und später zusammengetragen und zusammengeführt werden. Also insgesamt mit der Wartezeit zusammen muss man so ein halbes Jahr rechnen? Wenn es nicht optimal läuft, wird das schon so sein, ja. Und wenn es optimal läuft? Dann könnte das eben auch, wenn man schnell einen Termin bekommt, innerhalb von 3-4 Monaten vielleicht erfolgen. Wenn die Eltern dann bei der Lehrerin waren, mit dem Verdacht der Lernstörung, wie geht es denn dann weiter konkret? Also wenn die Lehrerin und die Eltern zu dem Schluss gekommen sind, dass die Maßnahmen, die man in der Schule ergreifen könnte, nicht ausreichend sind, wäre der erste Schritt, sich an den Kinderarzt, an die Kinderärztin zu wenden, weil die ja meistens die Kinder seit Jahren kennt und eine gute Einschätzung hat, ob das schon ein lange bestehendes Problem oder eine ganz akute Sache ist. Wenn man dann gemeinsam mit der Kinderärztin zu dem Schluss kommt, dass man doch eine weitere Diagnostik braucht, um sozusagen genau zu verstehen, was jetzt eigentlich das Problem ist,
wird sie wahrscheinlich sie an ein sozialpädiatrisches Zentrum oder an die Kinder- und Jugendpsychiatrie verweisen. Und da würde man sich einen sehr weiten Eindruck verschaffen, indem man zunächst eine Leistungsdiagnostik macht, um zum Beispiel auch eine Minderbegabung auszuschließen oder festzustellen. Dann mit Hilfe des IQs kann man dann die Teilleistungsstörungen beurteilen, also eine Lese-Rechtschreibeschwäche oder eine Rechenschwäche im Verhältnis zur intellektuellen Leistungsfähigkeit. Nur so kann man die Diagnose stellen. Und man kann die Aufmerksamkeitsleistung ganz genau untersuchen, aber auch andere Aspekte wie zum Beispiel soziale Ängste oder auch Interaktions-Kommunikationsstörungen, zum Beispiel im Rahmen einer Autismus-Spektrumstörung, erkennen. Das heißt, bei der Teilleistungsstörung ist dann der Intelligenzquotient unbeeinträchtigt, aber genau, eine Leistung funktioniert nicht richtig. Ein Teilbereich, genau. Deswegen nennt man es auch Teilleistungsstörung. Ein Teilbereich der Leistungsfähigkeit ist beeinträchtigt. Und die Voraussetzung für diese Diagnose ist, dass eine große Diskrepanz zwischen der generellen intellektuellen Leistungsfähigkeit und der Leistungsfähigkeit in diesem Teilbereich besteht. Dafür gibt es spezifische Testverfahren. Frau Gille, Sie sind auch Chefärztin hier in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Wie geht es weiter, wenn eine Diagnose gestellt wurde? Ja, die Behandlungsplanung richtet sich natürlich sehr nach der Diagnose, die dann letztlich gestellt wurde. Grundsätzlich ist erstmal wichtig, Eltern und Kind gut zu informieren über das, was da festgestellt wurde. Die Kinder haben ja oft schon einen sehr langen Leidensweg hinter sich, haben gesehen, dass die anderen Kinder in der Schule schneller gelernt haben, mehr Erfolge hatten. Viele haben ein ganz negatives Selbstbild entwickelt in dieser Zeit bis zur Diagnosestellung, sodass die Diagnose unter Umständen eben auch eine große Erleichterung ist. Insofern ist es wichtig, da gut aufzuklären und den Eltern zu vermitteln, dass das Kind nicht faul ist, nicht dumm ist, sondern dass es spezifische Förderung braucht, und da den Druck zu nehmen. Kommen wir mal zu den einzelnen Diagnosen. Was empfehlen Sie, wenn insgesamt eine unterdurchschnittliche Begabung festgestellt wurde? Ja, das ist wichtig zu wissen für die Schullaufbahnberatung dann letztlich. Da gibt es natürlich auch in sich noch Unterschiede. Das Schulsystem bietet sehr viele Möglichkeiten. Es gibt ja Regelschulen und auch Förderschulen für alle möglichen Förderbedarfe. Das heißt, da ist es wichtig, dem Kind ein Umfeld zu bieten, das passt. Eine unterdurchschnittliche Intelligenz ist ja im Unterschied zur Teilleistungsstörung umfangreicher und auch dauerhafter. Das heißt, da ist wichtig, wirklich langfristig einen geeigneten Förderort zu finden. Es gibt unter anderem Förderschulen mit Schwerpunkt Lernen und mit Schwerpunkt geistige Entwicklung, je nachdem, was gebraucht wird. Die Aufgabe der Schule in dem Zusammenhang ist, ein Förderschulverfahren, ein sogenanntes AOSF, durchzuführen und den geeigneten Förderort festzustellen. In Grenzfällen kann man sicherlich auch in Regelschulen noch beschulen, aber Förderschulen haben den Vorteil, dass die Kinder eben auf einem Level sind und die Kinder gut mitgenommen werden, gut gefördert werden und nicht frustriert werden, dadurch, dass um sie herum andere Kinder anderen Schulstoff bearbeiten. Und bei Teilleistungsstörungen, da wird da anders vorgegangen, oder? Bei Teilleistungsstörungen wird anders vorgegangen. Das sind ja Kinder, die eine normale Begabung haben, ne, wie schon gesagt wurde, und bestimmte Schwierigkeiten in Teilbereichen haben. Da geht es darum, gezielt in diesen Teilbereichen zu fördern. Das tut man nicht über normale Nachhilfe. Das sollten schon spezielle ausgebildete Lerntherapeuten sein, weil die Strategien andere sind, als wenn man einem Kind Nachhilfe unterrichtet. Aber die bleiben dann in der regulären Klasse? Die bleiben in der regulären Klasse. Es gibt manchmal von den Schulen Förderangebote, weil das ja eine relativ häufige Störung, haben wir ja schon gesagt, ist. Und es gibt diese Lerninstitute, wo man das Kind anmelden kann. Mit so einer Diagnose hat man den Vorteil, dass die Finanzierung der Lerninstitute über das Jugendamt erfolgen kann. Man kann also die Jugendhilfe einbeziehen, man kann eine Eingliederungshilfe beantragen. Und ne, das ist natürlich okay. Gut. Wenn jetzt die Aufmerksamkeit das Problem ist, ADHS zum Beispiel, wie sind da die Behandlungsmöglichkeiten? Ja, ADHS würde man sinnvollerweise kinder- und jugendpsychiatrisch behandeln. Auch da gibt es natürlich ein großes Spektrum, leichte Formen, schwerere Formen. Bei leichteren Formen genügt es häufig, das Kind
anzuleiten, zu strukturieren. Die Eltern haben zu Hause die Möglichkeit, die Hausaufgabensituation zum Beispiel übersichtlich zu gestalten, ein freier Tisch und sich auch dazu zu setzen, die Hausaufgaben zu unterteilen, Pausen einzubauen, zu überprüfen, dass der Ranzen richtig gepackt ist, ne, Listen, Struktur, Übersicht zu schaffen. In den Schulen kann es hilfreich sein, so ein Kind zum Beispiel nach vorne zu setzen, damit man direkten Blickkontakt zum Lehrer hat. Und das nicht so abgelenkt. Nicht an den Vierertisch, wo es unter Umständen noch mit dem Rücken zur Tafel sitzt. Ja. Das sind so Dinge. Und in schwereren Fällen ist es auch sinnvoll, medikamentös zu behandeln. Da nimmt man das in erster Linie, das Methylphenidat, bekannt als Ritalin. Das dämpft nicht, sondern es erhöht die Filterfunktion des Gehirns. Das heißt, erhöht die Möglichkeit des Kindes, seine Aufmerksamkeit zu fokussieren. Kann sehr hilfreich sein in Situationen, wo das Kind aufgrund der Aufmerksamkeitsstörung eben unterhalb seiner schulischen Möglichkeiten bliebe. Es wirkt also daher ruhig, weil es konzentrierter ist, ist aber nicht gedämpft. Genau. Es macht nicht müde. Was raten Sie, wenn soziale Ängste oder eine Autismusstörung vorliegt? Ja, das sind nochmal ganz andere Bereiche, die natürlich sich zum einen entwickeln können aus Lernstörungen, aber auch ursächlich sein können. Beides ist möglich. Auch da ist kinder- und jugendpsychiatrische Behandlung wichtig. Bei den sozialen Ängsten geht es viel um Training entsprechender Situationen. Bei der Autismus-Spektrum-Störung ist auch die Schule sehr beteiligt. Es gibt spezielle Fachberater für Autismus überall, die zuständig sind, die Schulen beraten können. Da gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel auch die Pausensituation anders zu machen für das autistische Kind, damit es besser zurechtkommt. Es gibt auch die Möglichkeit, für Klassenarbeiten separate Räume aufzusuchen, mehr Zeit zu bieten. Dann gibt es die Möglichkeit, auch wieder über das Jugendamt einen Schulbegleiter zu beantragen. Der hätte die Aufgabe, das Kind zum einen zu strukturieren, weil ein autistisches Kind viel Struktur braucht in der Schule, viel Vorhersagbarkeit, es quasi zu schützen vor plötzlichen Veränderungen, die im Schulalltag ja häufig sind. Und auch Aufgaben durchaus nochmal zu vermitteln, weil viele Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen die Aufgabenstellungen nicht so gut verstehen. Das heißt, so als Übersetzer zu fungieren. Das heißt, bei den ganzen Störungen klingt so ein bisschen durch. Je besser das diagnostiziert wurde und je früher, desto besser kann den Kindern auch geholfen werden oder zumindest Unterstützung. So ist das, ja. Können sie bekommen. Genau, ja, da gibt es sehr vielfältige Möglichkeiten. Sie behandeln hier ja ein ganzes, ganz breites Spektrum kinder- und jugendpsychiatrischer Erkrankungen. Was kommt denn da besonders häufig vor? Ja, wir sind hier eine Tagesklinik mit 36 Plätzen, zwei Kindergruppen, zwei Jugendgruppen, wobei die Kindergruppen auch nochmal altersmäßig etwas unterteilt sind. Im Kinderbereich haben wir viele Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, auch wirklich rund um Schule, Stören in der Schule, Aufmerksamkeitsstörungen, auch eben höheren Schweregrades. Wir haben aber auch ängstliche Kinder, trennungsängstliche Kinder, die nicht zur Schule gehen. Und ja, auch Dinge wie Einnässen, Einkoten kommt vor. Und im Jugendbereich haben wir sehr viele Kinder auch, die nicht zur Schule gehen, aus unterschiedlichen Gründen. Viele soziale Ängste, viele depressive Störungen auch und Essstörungen sehr häufig. Hier in der Klinik haben Sie ein besonderes Modell, weil Sie ja zusammen mit Frau Dr. Jacobs sich die Chefarztposition teilen. Wie ist es denn zu diesem Modell gekommen? Ja, dazu ist es gekommen. Wir haben uns in einer anderen Klinik kennengelernt und haben entschieden, das gemeinsam zu machen, weil wir beide nicht mit voller Stelle arbeiten wollten, weil wir auch zu Hause noch Kinder zu betreuen hatten. Und es hat sich herausgestellt, dass das ein sehr schönes Modell ist. Wir arbeiten gerne so. Man ist auch nicht so alleine. Man hat immer die Möglichkeit, wir haben ja viele doch sehr komplexe Situationen. Man hat immer noch mal die Möglichkeit zu sagen, wie siehst du denn das? Und was denkst du, was ich hier tun sollte an der Stelle? Und Vertretungssituationen sind leicht zu lösen. Das ist sehr schönes Arbeiten. Vielen Dank, Frau Gille. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr unseren Kanal abonnieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Ihr könnt uns auch Themen oder Fragen vorschlagen in der Kommentarspalte. Bleibt gesund!